Ein Foto auspacken. Was für ein Foto wird das sein? Am Ende ist es das Gegenstück. Was heißt Gegenstück? Das gleiche wie da drüben. Oder das... Das gleiche Foto ist schwierig. Das... I should just unpack a few more things. Derselbe Abzug. Derselbe Abzug. Erstmal, hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Life is Strange. True Colors. Die Eltern abgetrennt waren. Crazy, how much we've changed. Schlechte Erinnerung. Und schlechte Erinnerung oder zu große Erinnerung, Emotion nicht gut. Stellst du es davor? Ja, auf die linke Seite. Also Emotionen sind nicht ihr grundsätzliches Problem, aber besonders starke Emotionen. Also es ist nicht so das klassisch, was ich erst vermutet habe, mit sie kann Emotionen anderer nicht deuten oder muss sie erst lernen oder vielleicht hat sie sie gelernt. Es wirkt aber nicht so. Alex hat ein Problem, besondere Emotionen zu verkraften. Zu verarbeiten. Tagebuch auspacken. Gerne. My journal. Time to add my latest meltdown. Den heutigen letzten Zusammenbruch. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen absoluten Arsch vermöbelt, aber so richtig. Der Mac. Wut. Isabel, Kummer. Tessa, auch Wut. Blaue Emotionen sind nicht so schlimm. Naja. Nicht wirklich, aber Tessa und Wut und Mac und Wut, das passt schon mal gut zusammen. Oh, schaut mal, wir haben gerade gar nichts zu erledigen. Naja, vielleicht doch ja einfach alles angucken und lesen und Tagebuch lesen. Oh ja, da bin ich voll in meinem Element, aber generell hier bei Life is Strange. Irgendwas zu lesen ist immer gut. Mehr ist immer gut. Mac, Wut. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas unter der Tür durch. Kommt ein klitzeklein wenig Gänsehaut auf. Etwas Rotes, etwas Grobes. Dann ist da Mac. Und die Bekannte vor euch, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal, wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemanden weh zu tun und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Max Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an und auch etwas ängstlich. Alles dreht sich um Riley. Rot, Wut, Angst. Angst. Der Gedanke an sie mit irgendjemand anderem, der Gedanke an sie mit irgendwem anders, er war unter seiner Haut, brannte. Das Gefühl wie glühend heiße Stricke unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist. Wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich von Kolibri zu Presslufthammer verlangsamt. Verlangsamt zu Presslufthammer. Aber Kolibri ist schon heftig. Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für sowas? Wofür steht denn das AM? Ich meine die Buchstaben. Ach ja, sie verbindet es mit Musik, stimmt ja. Fäden, die uns fesseln, also das ist meine Vermutung. Fäden, die uns fesseln, ihr verbrennt und verbindet. Schmerz in meinen Rippen,
bis du schwindest. Sie versucht, ihre besonderen Gefühle, die sie da erfahren hat, einfach in Musik, in Lieder zu verarbeiten. Oh Mann, da werden wir noch ziemlich geilen Scheiß erfahren mit wunderschöner Musik, die sie womöglich auch noch von sich gibt. Also nicht bloß spielt, sondern auch singt. Oh Mann. Auch wenn der Anlass eben diese Erfahrung hier mit Tessa, Isabel und Mac überhaupt nicht gut sind. Brodeln. Atmen. Spalten. Mac. So nah dran an so einen tollen Namen. Streich das C, setz dann X hin. Aber ein Name macht noch gar nichts aus. Nix Neues bei MyBlog, noch nix. SMS noch nix. Tagebuch nix. Aha. Der Riss an der Wand. Der ist nur durch die Aktion entstanden, richtig? Durch den Vorfall, das verbindet sie damit. Der Riss war nicht schon vorher da und den hat sie sich einfach gemerkt, weil da der Spaß passiert ist. Nee, ist wohl direkt damit entstanden. Gabe, Riss, Kapitel 1. Es war seit einer Woche... Er war seit einer Woche in der Stadt und er verbrachte eine ganze Freizeit damit, Papa zu finden. Es war natürlich nutzlos. Papa war Jahre zuvor von hier verschwunden. War in eine neue Stadt zu einem neuen Job gezogen. Gabe rief im Amt an, folgte einem Gerücht und für eine Sekunde muss er gedacht haben, er hat den Fall geknackt. Unsere Akten sagen, dass ein Herr John Chen für kurze Zeit für einen Einwohner von Haven Springs, Colorado war. Aber dann... Es ist so ein beschissenes Gefühl zu erkennen, dass du alle Optionen ausgeschöpft hast, aber einfach kein Benzin mehr im Tank ist. Anfangs kannst du nur durchdrehen, die Wand treten, die Sterne anschreien und hoffen, dass du eine Lawine auslöst. Doch irgendwann, wenn dir die Wut ausgeht, musst du dich selbst im Spiegel ansehen und dich fragen, wer du danach sein wirst. Und Gabe hatte keine Antwort. Noch nicht. Was sie aus den ganzen Emotionen, die sie da erlebt, rauszieht, ich meine hier und eben auch im Tagebuch. Oder was sie da auch verspürt mit, was da unter der Tür hindurchkam. Das ist schon sehr interessant, wenn auch eben verängstigend und eben traurig, dass Alex sich mit sowas auseinandersetzen muss. Die Erinnerung mit Mac, der Brief von... Oder für Riley. Sie scheint auch eine super Person zu sein, die Riley. Sie scheint absolut von der guten Sorte zu sein. Der Mac, der scheint sich so in eine Rolle von Vic einzuordnen. Liegt wohl daran, auch drei Buchstaben und endet auf einem C. Mac, Vic, Mac, Rileys Brief, Kapitel 1. Kapitel 1, Seite A. Haben wir ja. Nochmal so nebenbei. Um ehrlich zu sein, wäre es toll, nicht Max wütende Unsicherheit in meinem Hirn zu haben. Es ist so ein dringendes Gefühl in Seil um seinen Hals, das ihn vorwärts zieht, ihn antreibt, ihn zwingt, etwas anderes als sich selbst zu finden, auf das er seine Wut richten kann. Jeden Morgen wacht dieser Typ mit der sinkenden, unabstreitbaren Sicherheit auf, dass heute der Tag sein wird, an dem Riley zu Sinnen kommt, erkennt, wie viel besser und schlauer sie ist als er und sich von ihm trennt. Was Alex dazu alles denkt und niederschreibt. Also es ist fast eine Erleichterung, wenn er ein externes Ziel für seinen Selbsthass findet. Rileys lustigen Barkeeper-Kumpel, derjenige, der ihr hilft, ihren Träumen, Haven Springs zu verlassen, zu folgen. Ich fange nur mal von vorne an, also nicht von ganz vorne. Also
Also ist es fast eine Erleichterung, wenn er ein externes Ziel für seinen Selbsthass findet. Rileys lustigen Barkeeper-Kumpel, derjenige, der ihr hilft, ihren Träumen Haven Springs zu verlassen, zu folgen. Er erzählt sich selbst eine Geschichte, macht Gabe zum Bösewicht und zumindest bis er auf ihn losgeht, kann er sich selbst davon ablenken, sich wertlos zu fühlen. Ich wünschte, ich könnte es nicht so verflucht gut nachvollziehen. Wie sie da auch schon Zusammenhänge bildet und alles konstruiert, zusammenbaut, das... Oh, das sehe ich jetzt erst. Da kann man sich wohl das alles anhören, vorgelesen bekommen. Moment. Ach so. Yeah, is there like a forwarding address on file? I'm sorry, sir. That's not information we retain. Thanks again for calling the San Miguel County Clerk's Office. Have a pleasant afternoon. No. Hey, don't! Da fehlt dann zwar das Visuelle, wo es wohl noch etwas weiter ging, aber schön, dass das hier nochmal anzuhören ist. Aber was sie damit auch verbindet, ich meine, dieses Telefonat hat Alex niemals mitbekommen, aber durch ihre Kraft, die gewissermaßen noch mehr verbindet, schwirrt ihr das im Kopf rum. Kann einerseits Segen sein, weil sie damit vielleicht auch noch schon Vorahnung, der Even, dass sie da einfach schon vorausschauen kann, aber es kann halt auch ganz schön doof sein im Alltag allgemein. Wer weiß, was noch dahinter steckt, was noch daran doof sein kann, woran wir jetzt noch gar nicht denken können. Oh Mann. Bri, I'm telling you, his story doesn't add up. He wants you. He's helping me get into college, baby. You know dudes can do nice things without the expectation of getting laid, right? A high school dropout? A guy who went to fucking juvie? Wants to be your study buddy? What, out of the goodness of his heart? Oh my God, Mac, we're friends. There is nothing going on between Gabe and me. Diese Eifersucht, die da aus ihm rausbricht. Nicht schön. Ich meine, so ein Hauch von Eifersucht kann ja nicht schaden, aber Extreme sind nie gut. Habe ich schon mal gesagt. Da ist was dran. Will nicht sagen, dass ich vieles weiß, aber da ist was dran. Das ist schon so. Ugh. I'll finish this later. Nein! Och! Spielverderberin Alex. Oh, Schnüffel, Schnüffel. Ein Geheimnis. Jetzt kommt Musik! Geil! Oh, da hat jemand an Alex gedacht. Wer das wohl war. No fucking way. Der Gabe ist sowas von unglaublich gut. Alex, hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Kann's kaum erwarten, dich spielen zu hören. Und da bin ich, hab grad Gänsehaut, voll auf Gabes Seite. G. Na dann, Alex, üb schon mal für Gabe. Ich glaub, üben muss sie nicht zwingend, aber zumindest mal etwas warm spielen. Bitte, spiel dich jetzt warm. Die Finger und die Stimmbänder warm spielen. Bitte. Ja. Ja. Ich drehe schon mal den Kopfhörer auf. Well, Alex, you just went nuts and beat the shit out of somebody in front of your brother. So, how are you feeling right now?
when you were here before. Couldn't look you in the eye. You're dressed like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. God, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Nein, Alex, du bist doch gerade erst angekommen. Du gehörst jetzt hoffentlich hierher. Hier ist so schön. You and your damn surprises, Gabe. Das hat Alex gerade frisch aus dem Handgelenk geschüttelt, oder? Das hat sie nicht schon mal gesungen. Das war aus der aktuellen Situation, Emotion heraus. Das hat sie aus dem Handgelenk geschüttelt. Being here is too good to be true. I'm not gonna let anything mess it up. Es ist ein Neuanfang. Er beginnt gewissermaßen nicht gut, aber... I should go downstairs and set things right with Gabe. Vielleicht, ja, wollte ich nämlich gerade sagen, lässt sich da noch was gerade biegen. Niemand wird von dem wissen, was war. Ich bin ein ganz normales Mädchen in einer ganz normalen Stadt. Dann gehen wir jetzt gleich ins Lantern. We've seen things, haven't we, Shushu? Shushu, sieht so süß aus. Hat schon einiges mitgemacht, ist ja auch schon erfahren, ich will nicht sagen alt. Hat Charakter und ist so süß. We've seen things, haven't we, Shushu? Oh Mann, Alex. Das war schön, das Singen. Ist jetzt eine ganz andere Art Lied im Vergleich zur Brücke da, aber beides schön. Boah, Musik in den Life is Strange Spielen. Mit den Emotionen, die da gerade wirken. Und mit der tollen Optik. Einfach großartig. Absolut großartig. Wir müssen noch nach oben. Aktuelle Aufgabe, geh nach unten in die Bar. Ich habe mir ja schon alles angeguckt, neue Türen eröffnen sich nicht. Insofern werde ich jetzt, wenn ich die Tür verlasse, nichts verpassen, oder? Können wir bitte später mal eine Runde Tischkicker spielen, das muss sein. Hier haben wir was, um das jemanden an den Kopf zu werfen. Gewichte. Naja, braucht Alex nicht. Sie kann so austeilen. Was hier alles oben auf dem Kamin steht. It'll be cool to see Gabe working the bar. Auf die Bar freue ich mich auch schon. Hört ihr das im Hintergrund? Da knistert ein Feuer, wenn man die Kraft einsetzt. Ich gehe mal weg vom Automat, dann ist hier hinten Ruhe, dann hört mal nur drauf. Da ist ein Knistern zu hören, wie so ein loderndes Feuer.
könnte es aber auch so deuten, dass da gerade irgendwas einfriert. Dass da was gerade zu Eis erstarrt und dann halt so knackt, so Eis knacken. Das wäre das Gegenteil von lodendem Feuer. Über der Bar wohnen ist aber auch eher uncool, weil dort ist doch laut, oder? Immerhin kurzer Arbeitsweg. Brian, just forget it. Stop that. You need to take care of yourself. Got Mac patched up. Let's take a look at you now. Oh, looks pretty nasty right about here. So, it hurts when you breathe? Alex, you made it. Charlotte, right? I'm sorry you had to see that fight. What a terrible first impression. Dad, I'm taking Gabe to the station. We need a first aid kit that doesn't predate the discovery of bacteria. It's fine. I don't need to go. Well, Ryan knows what he's doing now. You just go with him. Alex, I'll be back soon, okay? Okay. Oh, jetzt sind wir fast nur unter neun Leuten. Well, there goes my bartender and my backup bartender. Dünne Personaldecke. Alles noch so praktisch neue Leute, die wir jetzt um uns herum haben. It's a falling star? Yeah. Or rising. Depends on the day, I guess. So, what's it doing today? Müssen wir jetzt antworten? Ja. Positiv denken. Oh, oh. Rising, for sure. First day of my new life. Diese Tat wird Konsequenzen haben. I'm glad Max's stupidity didn't ruin everything. I heard Ethan gave you an issue of his comic. He obviously thinks you're really cool. Da ist er nicht alleine. Cooler als Gabe? Er ist ein toller Junge. Nicht zu lange warten mit dem, was wir sagen wollen. But does he think I'm cooler than Gabe? I'd say you have a shot. Gabe plays dirty, though. Like, he secretly teaches Ethan to swear. By the way, thanks for telling us about the mine. Ethan's not allowed up there anymore. Yeah, no problem. I hope you won't be mad at me. You did the right thing. Beef pie special. Watch the gravy. Noch nicht Jed, ganz you didn't so have sicher. To. Now, Ryan said you're skipping dinner. No starving artists on my watch. I do have to get going. I'm making some pieces for the Spring Festival, and they have to be done tonight. Sorry I couldn't talk longer. Oh, that's okay. So glad you're here, Alex. I'm looking forward to getting to know you. Yeah, same. Diese Mimik und Gestik in diesem Spiel. Einfach toll. Jetzt nicht ganz so toll wie bei Shadow of the Tomb Raider in einigen Szenen, aber auf jeden Fall sehr toll. Diese Square Enix-Spieler mit ihren Mimik und Gestiken in letzter Zeit. Aber das Spiel ist ja generell in der Augenweide. Hey, wer ist da? So, I'm short-staffed at the moment. Einspringen. Gabe tells me you've worked at a restaurant before. A couple years experience as a server? Da muss er mit Leuten handhaben. Emotionen und so. Maybe not as long as that. But yeah. So viele Konsequenzen, ey. Lots of things. You want to work a shift? See if you might like it here? Sure. All right. So, we have a few folks that need checking on. Ducky and Diane over there. Steph over here. There's a table in the back that needs clearing also. Oh, God. You can give the food orders to me, and I'll handle anyone here at the bar. All right? Got it. It's really nice to have you here, Alex. Oh, diese Tierköpfe an der Wand, das gefällt mir nicht. Guess I'm a server now. Let's see how this goes. Ducky and Diane. Aktuelle Aufgabe. Sieh nach Ducky und Diane. Sieh nach Steph. Räume den Tisch weiter hinten. Oh Gott, drei Aufgaben.
Erstmal ins Handy gucken. Senf und Ketchup am Tisch. I should check on that table. Guten Tag. Can I get you two anything? Miss Chen! Here at last to relieve our suspense. Wieso kennen uns schon wieder alle? Hi. I am Reginald McAllister, the third, Ducky, to friends, former entrepreneur, now retired. And this young woman is Diane. Hey there. Nice to meet you. I didn't realize that... That we all knew you were coming? Yes. Gabe is generous with both friendship and information. Kennen uns alle schon. You're from Portland, right? Oregon. I moved here from DC 6 months ago. How are you finding the small town thing? Also bisher echt hervorragend, etwas bizarr, irgendwie perfekt, super perfekt. I didn't really know what to expect, but it's kind of perfect. It feels like a home. I know. I really thought I would hate it. Then I saw the mountains, met some people, and now I'm never leaving. Kann ich verstehen. Diane is a geologist, recently working as a process manager for Typhon Mining. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah, we're super hungry. I'd love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms and my usual to drink. Jed will know what to do. All right, I'll go put that order in. Thanks. Pilzen, okay. Cheeseburger und Pommes. Kombinieren wir es doch mal so. Neuen Dialog freigeschaltet. Uiuiuiui. Two more for the impossibly nice Havenites crowd. Wie war das nochmal? Wer wollte was? Miss Chen. My dad was in the service. Jetzt muss ich erstmal lauschen. Ob wir jetzt lange rumstehen und lauschen können? Kraft einsetzen. Oh oh. Gedanken lesen und vorausschauen. Blau, nicht rot. Blau. Haven is nice. Just wish it felt like home. Hope we both get there soon. Good. Haven is nice. Just wish it felt like home. Okay, hat noch gedacht, hier kommt was weiteres, deswegen habe ich nochmal gehört. Ich kann man hier bis zu 3 Sachen erfahren, war jetzt so mein Gedanke, deswegen habe ich nochmal nachgeschaut. Ich weiß schon, zu wem wir zum Schluss gehen. Zu Steph, das Beste zum Schluss. Yeah, that's what people keep telling me. Takes a minute to learn the ropes, though. Huh? Yeah, I guess. The way they do things is just so... I don't know. Idiosyncratic. I got written up for leaving my phone on. It wasn't even on me. But I guess it started vibrating in my locker when I was on duty. Yeah, they're sticklers about that stuff. It's a security concern. I mean, sure. But it's not like the CIA or whatever. We blow the tops off mountains for a living. Look, I hear you, kid. I've been jumping through Typhon's hoops since Noah built the Ark. But things are the way they are. Sure, I know. I'm just venting. Really, I like my job. Ich glaube, wir sind nicht als Kellnerin gemacht. Don't fret. I'm not gonna turn you in for sedition or anything. Solange wir rumtrödeln, sind die anderen schon verdurstet. Don't mention it. Und verhungert. If I had to hold in every gripe I have about Typhon, I'd have popped like a damn balloon by now. You can't be serious. Oh, is that really Ryan? Die Familie Lücken, Frühling 2000. Ist im Spiel auch schon 19 Jahre her. Und sowas hängt hier rum. Naja, die Lucans. Die Musik klingt so weit weg, dabei stehen wir recht nah an der Jukebox. So, pulsierender Kreis. Blaue Sachen sind nicht so schlimm, rote Gefahr schon eher. Stop.
starting over from scratch like this? Fucking terrifying is what it is. You're telling me. Kann aber auch aufregend sein, weil was Neues. Aber ja, Veränderung. Ein Wahlhinweis. My extensive wilderness map reading knowledge tells me that there is a whole lot of wilderness around here. Hier stehen sogar die wilden Tiere direkt am Bach. Haven Springs und die umliegende Wildnis. Skitouren gehen, ach so. Nur mit Genehmigung. Wanderwegkarten in der Rangerstation erhältlich. Für Klapperschlangenbisse wenden Sie sich bitte an Ryan Lücken. Für Klapperschlangen Kotze wenden Sie sich an Chad Lücken. Ach so. Ein Kotzen. Schnapsen. Okay, verstanden. Ich dachte, Klapperschlangenkurse, die haben das falsch geschrieben. Nein. Hallo, Steph. Only 45 bucks for the chance to get mauled by a bear. Angeln und Großwildjagd 2019 Haven Springs Kurzanleitung. Anträge für begrenzte Lizenzen sind am 26. April 2019 20 Uhr fällig. Achtung, Lizenzgebühren für Anwohner haben sich geändert. Jährliche Angellizenz $25, Rehe $30, Elche $50, Bären $45, Pumas. Ach, Mushroom $45. Dickhornschafe $300. Jugendlizenzen maximal 18 Jahre alt, jetzt verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie Ryan Lucan, Parks und Wildtiere im Staat Colorado. Ich frage mich gerade, wer ist gerade in der Radiostation, Steph hier und der Vertreter, der Ryan, ist ja gerade zum Erste-Hilfe-Kasten aus diesem Jahrhundert, nee, aus zum wochenaktuellen Jahrhundert, wochenaktuellen Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten. Tut mir leid, Steph, aber ein kurzer, jetzt noch nicht. Sweet jukebox. I'll have to check out the song sometime. Oh ja, oh ja. Visitenkarte. Ne, wenn wir dahinter gehen, dann lösen wir irgendwas aus. Dann sind wir hier noch nicht durch und ach, ey. So, ihr quatscht gleich miteinander, ja? Wer quatscht hier? You kidding? I've been waiting for this all year. I have a few favorites we can start with and then we'll go from there. Teller's Peak? Yep. And Mount Huron and the Devil's Tail. Amazing. I love Maine, but I need to hike some real mountains. But first, you're gonna get the full Haven experience, starting right here in the famous Black Lantern. Oh, it's pretty eclectic. Do you think Mom and Dad will like it? I was thinking of bringing them here too. Oh, yeah. Old wood is Dad's favorite aesthetic. So, how was getting here? Longer drive than you thought? I actually got kinda lost. Did you ask for directions? I wouldn't need directions if the signage didn't stink. You're just stubborn. Hey, I am not. Da hinten eine große Wildmiets. Oh Mann. Sprengkapseln, Sprengstoff klingt ja sehr interessant. Feuerwerk. Damn. I wonder if the bullet's still in there. Hier schoss Jack Henry wegen vier Assen auf William Porter. William. Und bezahlte mit seinem Leben 1883. Steckt noch an der Wand. Vielleicht. Einschussstelle. Rest in peace, Mister. Die Einschussstelle wurde eingeräumt. Guess these were for mining. 110 Nummer 3, Sprengkapseln, trocken halten. Spams Generic. Ein John Ron Unternehmen, John Ron. Vs. Patentamt der Vereinigten Staaten, trocken halten. Mobs sprengen.
Betrieb, Hochsicherheitsdynamit, Heizgerät Nummer 2, hochgefährliche Zünder für schnelle Detonation, bitte Vorsicht walten lassen und Bereich räumen, 100 Stück trocken halten. Van Nostrand, Sprengkapseln, mit Vorsicht zu handhaben, naja, Sprengstoff halt, von Feuer fernhalten, auch das. Maybe I'll see a circus one day. Once I'm better with crowds. Da kommen Erinnerungen hoch. P. Audleys reisender Zirkus. Wilde Bestien, Akrobaten. Großtaten der Stärke. Wir sind so schlecht als Kellnerin, erstmal alles angucken. Was diese Frau nicht kann, welche Frau denn? Colorado Canvas von Jessica Martinez. Als ich Charlotte Herman letzten Monat in ihrem Studio traf, waren sowohl sie als auch ihre Kaffeetasse mit Farbe bedeckt. Ja, ich bin ein Klischee, strahlte sie, während sie mich ihrer neuesten Kreation führte, zu ihrer neuesten. Zu ihrer neuesten Kreation führte, ein wunderschönes Porträt der örtlichen Geschäftsinhaberin Eleanor Lether. Teils Ölgemälde, teils lackiertes Bouquet. Wendige Oberflächen in unserem Haus sind frei von Farbe. Mir ist das recht, fuhr sie fort. Sie sind wahrscheinlich dank der Kommission des Stadtrats zur Dekoration des Fußwegs von der Hauptstraße vertraut mit Frau Hammonds Werk. Das riesige Wandgemälde, passend betitelt Haven Springs, fängt unsere kleine Ecke der Erde in den Bergen Colorados ein. Es war so eine wunderbare Erfahrung, erinnert sich Frau Harmon. Alle unterstützten mich bei der Arbeit und Chad hat im Prinzip monatelang meine Familie mit Essen versorgt, was großartig war, denn die Lantern macht die besten Burger in der Stadt. Das können Sie ruhig drucken. Jetzt strebt Frau Herman danach, ihre Verbindung zu Haven Springs zu vertiefen und ein Geschäft zu öffnen. Keine leichte Aufgabe für eine arbeitende Künstlerin. Wie sieht die Decke eigentlich aus? Okay. Eine Bewertung, ein dicker, fetter Burger. Unusually personable staff. Nicely done, big bro. Wochenende in Boulder, Oktober 2017. Essen und Wein. Black Lantern. Eine Kneipe, wie sie sein sollte. Amerikanisch Dollar Dollar. 3,7 Essen ist Maximum eine 5.0. Einrichtung 4.2, Bedienung 4.9. Eine Speisekarte voll gängiger Kneipengerichte, die gekonnt zubereitet werden und unter denen sich gelegentlich außergewöhnliche Spezialgerichte befinden. Diese werden durch ungewöhnlich freundliche Bedienung, Service und unterhaltsame Gäste zu einer Kunst erhoben, die ein einzigartig erbauliches Erlebnis schaffen, das die lange Fahrt ins entlegene Haven Springs, Colorado wert ist. Eindruck hinterlassen. In jeglicher Hinsicht. Oh, zu dritt. Ihr sagt gar nichts. Was ist denn hier los? Go Marmots. Ein Fisch da oben. Eigentlich auch noch ein Bär. Oh, was? Shit. Now Max scared. Ist vielleicht aber auch besser. He's not freaking out anymore. He won't make me lose control. Er hat Angst vor Alex. Jed is a real hero. Chad Lucan. Selbstloses Dean. Übergeben voller Dankbarkeit an Chad Lucan. Für unerschütterlichen Mut und herausragenden Pflichteifer bei der Rettung der 19 Leben seines Teams. Rotary Club von Haven Springs, 2008. 11 Jahre her.
Haven seems pretty serious about this festival. Nur noch zwei Plätze verbleiben im Brotbackwettbewerb. Es bleiben nur noch zwei Plätze im Brotbackbewerb des diesjährigen Frühlingsfests. Das Thema dieses Jahr ist Samen und Nüsse. Interessenten an der Teilnahme sollten so schnell wie möglich Isabel unter dieser Nummer anrufen. Der Gewinner letztes Jahr war Peter Gavers mit einem Knoblauch-Asiago-Brot. Taifan Minengesellschaft sponsert Tombola für Karibik-Kreuzfahrt. Karibik-Kreuzfahrt ganz anders als das Leben hier oben in den Bergen. Das Frühlingsfest bietet dieses Jahr wieder eine Tombola und der Hauptpreis ist eine 7-tägige Kreuzfahrt in der Karibik. Flug inbegriffen. Der Preis wurde von der Taifan Minengesellschaft gespendet. Einnahmen der Tombola gehen an die Feuerwache von Haven Springs und die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Rose können vorzeitig im Rathaus gekauft werden oder auf dem Frühlingsfest. Ich hoffe, dass die Minengesellschaft... Ja klar, es ist halt ein Unternehmen, dass die aber wirklich so toll sind, wie sie hier gerade scheinen. Hoffentlich sind sie nicht scheinheilig. Das würde ich dem Ort und den Leuten hier wünschen. Außer dieser doofe Mac. Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. Oh Gott, Chiefs Platz. Apothekengutscheine liegen hier rum. Okay. Haji! Wie er fliegt! Er sah lustig aus. Okay, sieht seltsam lustig aus, aber gut. Wie er den wirft und wie er dann Auftrieb bekommt. Coupons for weed? What a time to be alive. Oh, stimmt, Apothekerdrogen hängt da zusammen. Oh Mann, wenn Chloe die sehen könnte. Nein, die Zeit ist schon längst vorbei. Kaufen Sie im silbernen Drachen oder Sean, aber das ist auch vorbei. Bestimmt. Kaufen Sie im silbernen Drachen ein. Sparen Sie 20% auf alle Produkte für Erholung und medizinische Bedürfnisse, Blumen, Süßigkeiten, Butter für fürs Kochen. Gültig bis April 2020. How mysterious. Goldstein. Amelia Rosum Goldstein. Oh. Amelia Rosum Goldstein. 1889 bis 1921. Das sind gerade mal 42 Jahre. Ihr Betrieb. Amelia Goldstein. 9 Jahre lang ein Gästehaus, das für seinen wundervollen Dachgarten bekannt war. Sie starb im Alter von... Oh ja. Nicht 42, ich Nase. Von 32 Jahren an der Grippe. Oh. Obwohl sie kurz vor ihrem Tode heiratete, ist die Identität ihres Ehemanns weiterhin ein Rätsel. Oh Mann, und ich habe mich noch bei Daniels Mathekünsten amüsiert. Na. Nur ansehen, wir können uns nicht entschuldigen. Oh, das Turbo-Kart. Nur ansehen. Arkanoid. Ah, spielen geht doch, aber hinten Rennspiel spielen geht nicht, okay. Das ist ja fies. Yeesh. Glad I'm not a 19th century miner. Bergarbeiterin im 19. Jahrhundert, das gab's. Eine Kennzeichentafel, die um 1880 in der Tellermine. Teller hatten wir ja auch vorhin hinten am Tisch. Der Tellermine verwendet wurde. Jeder Bergarbeiter entfernte vor Betreten der Mine sein Kennzeichen und hängte es wieder an die Tafel, wenn er sicher zurückkehrte. Ob die Frauen da in den Schacht gelassen haben? Das ist reine Männerarbeit. Raus mit dir, Frau. Geh an den Herd. Immer diese stumpfen Sichtweisen, ne? Kennzeichentafel, die hängt Haven hier. Seems pretty proud of its mining history. Warum auch nicht? Ich meine, ist ja hier viel wert. Tradition. Und doch heute noch wichtiger Antrieb für die Leute. Arbeit, Arbeit. Nee, Arbeit, Arbeit. Jed asked me to clear that off. Nee,
noch nicht. Wow, I messed Mac up pretty good. Ordentlich erwischt ist gut. Der. Gabe sieht nicht so schlimm aus und wird erstmal mitgenommen. Hier, frischen Verbandskasten, ein aus von heute holen. Und er sieht viel schlimmer aus und muss hier sitzen bleiben. You idiot. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. At least he's right about something. Ja, also er sieht das schon ein, aber er kann es wohl trotzdem nicht kontrollieren. Seine Eifersucht, seine Gefühle oder sein Gefühl, sein spezielles Gefühle kontrollieren, hä, Alex? Wenn man das so einfach könnte. G-A-B. Wer ist denn That's S? Gotta be Gabe, right? Okay, Arkanoid werden wir angehen, aber in der nächsten Folge. Ja, ich freue mich schon. Und ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Wie war das mit... Oh, ach, egal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.